Also Jarlan kniet währenddessen bei der guten Elikara von Brabak. Stupst doch sie an, packt sie an der Schulter, rüttelt so ein bisschen. Elikara, wacht auf! Ja. Habt ihr ein wenig Alkohol dabei? Alkohol. Oh. Ja. Wenig, also nur medizinisch, nicht zum Trinken. Ich weiß. Also, wartet. Es gibt welchen, den man nicht trinken kann. Ja, da werdet ihr blind von. Gut zu wissen, ich brauche ihn trotzdem. Sie krampft ein bisschen, gibt ihr dann so eine ja, kleine Ampulle. Puh, ja, könnte ein kurzer sein. Aber wie gesagt, sie hat ja gesagt, du sollst ihn nicht trinken. Ja, ich gehe davon, ich rieche trotzdem einfach mal dran. Ja, riecht wie normaler Alkohol. Ja, zum Glück bin ich ja Muss nicht ich abhängig. Selbstbeherrschung? Oh, ich muss mich trotzdem selbst beherrschen. Alles klar, Ja, das kommt. Problem ist einfach, dass der Alkohol in der Nase sticht. Kurzes, du konzentrierst dich kurz, fällst aber nicht vom Baum. Ah, ich würge ein bisschen Galle hoch, schlucke die dann mit bitterem Blick wieder runter. Komm zu Elfandarios. Liegt der schon oder ist er noch wach? Nee, der ist wach. Ja, der guckt zu dir rüber. Okay, ich denke, wir schütten das in euer Ohr und das spült das Tier dann raus. Wasser ist immer gut. Das ist Alkohol. Und wie soll das helfen? Nun, wenn da Blut rausläuft, ihr wollt ja nicht, dass dann Dreck in euer Ohr kommt, oder? Das stimmt, aber wenn da wirklich ein Viech drin ist, müssen wir das nicht erst rausbekommen? Na, ich hoffe, dass es dann keine Luft mehr bekommt und von alleine rauskommt. Ja, von Schnattermoral. Oder ist es Kennt ihr euch natürlich einer. mit? Oder ist es natürlich einer von diesen Landfischen, von denen Geron sprach. Dann haben wir ein Problem. Ich hoffe, dass. Das kann ja kein Scherz sein, ich habe ja geblutet. Mein Kopf tut ihm. Könnt ihr Magister Brindigian nochmal wecken? Ich möchte nochmal hören, was er dazu sagt. Er kennt doch die ganzen Wesen hier. Ja, ihr habt recht, das wird das Beste sein. Ja, und dann bin ich irgendwie der Dienstbote oder so und gehe noch beim Renishion wecken. Was? Meister, Der wacht Magier auf! sitzt aufrecht. Fandarios braucht euch. Hä? Was? Wo? Was? Du kriegst eine kleine Ampulle mit Alkohol in die Hand gedrückt. Er zeigt dann über seine Schulter zu Fandarios, der da kniet, sitzt, was auch immer er tut. Er sitzt im Schneidersitz und massiert sich mit seinen Fäusten seine Schläfen. Mir ist irgendetwas ins Ohr gekrochen. Schaut euch das vielleicht mal an. Dijan guckt sich mal verwirrt die Alkoholampulle an und geht dann zu Elfandaios. Was genau? Mal Irgendwas zu Jarlan, Langes. was ist ihm ins Ohr gekrabbelt? Etwas Langes, wie ein Wurm mit Beinen. Hier, das Ohr, schaut mal rein. Da irgendwie blutet's dort auch. Ja, ich schaue Das mir das Ohr. mal an und ja, sag mir das anhand der Beschreibung, was das für ein Tier gewesen sein könnte, irgendwas. Ein stinknormaler Tausendfüßler. Okay, die sollten aber trotzdem nicht in Ohren reinkriechen, oder? Ja, die können auch giftig sein. Kriegt man die irgendwie wieder raus? Mit einer Mazette. Mit Licht. Oh. Nehme mal mein Seil, mache ich mal wieder zum Stab. Entwinde es von meinem Körper und habe dann wieder den tiefschwarzen Stab in der Hand. Und lasse dann ja das eine Ende leuchten, dass da eine kleine Flamme dann erscheint und halt Ja, das mal weiteres Gestöhne von Elfandaios anderen Wasser. Baumwipfeln, wo dann ja die Leute auch wieder wach werden, wenn du jetzt das Licht anmachst. Und weitere Affen, die rumschreien und Kot, der von anderen Baumkronen nach dir geschmissen wird. Ja gut. Versuche ich mal zu ignorieren und untersuche mal das Ohr von Elfandaios. Kannst du drinnen sehen. Sich ziemlich fies zurückgezogen. Das ist ein bisschen kleineres Exemplar, aber die kleinen sind da die giftigen. Die größeren zwacken dann eher. Braucht Oh, man das ist ja wie. irgendwas? Oh. Nicht, dass die Hälfte abreißt. Diese Würmer, die können doch dann auch noch weiter krabbeln. Brauchen irgendetwas, um das rauszuziehen. Habt ihr eine Art Pinzette oder sowas? Bin was? Ein kleines, wie eine kleine Zange. Ich aus wie Sehr ein kleine Schmied, dass ich Zange. Zangen mit mir rumtrage. Der Rede Hab eine wert. kleine Grete. Hier,
Magister, Myria steht neben dir, kramt ein bisschen in ihrem Rucksack herum und gibt dir dann ja so ein kleines, was ist das? So ein Handtäschchen? Du kannst da reingucken, siehst Lippenstift. So total unnötige Sachen, die sie dabei hat. So richtig unnötig, was eben nur Frauen mit haben. Kleinen Handspiegel. Okay, der könnte vielleicht nochmal nützlich sein. Und ja, Pinzette, wenn du dich ein bisschen drum umgewühlt hast, was da alles drin ist. Wo hast du das her? Gekauft. Ein Bohrer. Psst. Mit welchem Geld? Naja, ein bisschen Geld haben wir doch bekommen. Ja, aber du doch nicht. Ja, ich nehme mal die Pinzette und versuche damit vorsichtig an Ephadaios Ohr herumzufuhrwerken und diesen kleinen Tausendfüßler zu fassen zu kriegen. Würfel mal eine Fingerfertigkeit-Probe in die Box. Mach mal eine Selbstbeherrschung, weil der Vater auch total nervös ist. Wenn ich merke, wie er zuckt, packe ich ihn nochmal mit größter Freude und halte ihn fest. Ja, du merkst, wie sich das kalte Metall in dein Ohr begibt. Es tut auch ein bisschen weh, aber du weißt ja, worum es geht. Dann ein widerliches Ziehen, ja, nicht nur aus deinem Ohr, sondern von innen aus deinem Kopf. Weitere brutale Kopfschmerzen und dann hält Dijian einen großen Teil dieser, ja, dieses Dings in der Pinzette. Ist das das ganze Viech? Einen großen Teil fehlt da noch ein Stück. Bist dir nicht gesichert. Die können ja unterschiedlich lang sein. Evadarius bekommt auf alle Fälle ein SP und eine Wunde im Kopf. Ich leuchte noch mal nach im Ohr. Ich versuche dann noch mal irgendwas zu erkennen, ob da nicht vielleicht doch irgendwas drin ist. Nee, es fließt ein bisschen Blut nach, aber du siehst da gerade nichts. Oh Mann. Nochmal Glück gehabt, Ephrajin. Glaube, ich habe ihn ganz herausgekriegt. Und Aber ist ich das werde jetzt mir ein das nochmal giftiges angucken. Ding oder nicht? Wie giftig ist der? Rosti? Ja, Könnte für weitere Kopfschmerzen sorgen. Glaube nichts, was. Weswegen du um dein Leben fürchten müsstest. Ich werde mir das in Abstand von ein paar Stunden immer noch einmal ansehen. Würfel Aber mal ich eine glaube, du würdest Überredenprobe, überstehen. um ihn davon zu überzeugen. Wenn der Jo. Maraskana sagt, das ist ein bisschen giftig, was der so alles da von sich gibt nach dem Motto, ein bisschen giftig. Es gelingt dir nicht ganz. Ganz nee. Ah, Verdeihst, du bist nicht davon überzeugt, dass das Ding nur ein bisschen giftig ist. Junge, ein Ferdi, der kann nicht auf dem Meer sterben, aber wir sind hier nicht auf dem Meer. Mann, fuck. Wenn das Ding giftig ist, ich brauche ein Antidot. Ja, ich werde das im Auge behalten. Wenn es Augen. doch giftiger sein sollte, als ich dachte, dann werden wir da was tun können. Dann weckt Wo, er die wo? Karre auf, die kann euch da wohl am nächsten helfen. Elika! Die hat es ja gerade eben schon geweckt. Elikara! Ja, ich bin da wach. Ich wurde vergiftet von einem Wurm. Brauche ein Gegengift. Und einfach daraus packt sie und schüttelt sie. Ich brauche ein Gegengift. Ja, einen Moment. Sie kramt Nichts weiter. Schlimmes, Bruder, Schwester. Sie Der kramt Magier denkt ab. weiter in ihrer Tasche und holt dann. Was ist das? Das ist ein Stück Baumrinde? Zumindest sieht es so aus im Dunkeln. Hier, kaut da drauf herum. Oh, gut. Ah. Würfel mal Pflanzenkundeprobe. Das schmeckt scheiße. Ja, du guckst dir das Ding an, das ist der Donf. Also, das hilft wohl nicht gegen sowas, aber vielleicht weiß ich es auch besser und das darf eigentlich nicht dagegen helfen. Ja, das ist Donf, so und wo bleibt das Gegengift? Aber also mehr habe ich nicht. Vertraut mir, dass das hilft. Das hilft einfach. Ich habe nichts anderes. Aber Donf, das sorgt doch bloß dafür, dass Wunden nicht sich entzünden. Legt euch wieder hin. Euch wird schon nichts passieren, wenn der Magister das sagt. Wir müssen ihm vertrauen. Immerhin ist er unsere einzige Anlaufstelle hier in diesem Dschungel. Ich Wir möchte müssen auch diese etwa andere vertrauen. Bruderschwester wieder haben. Ich vertraue niemanden, der komische Götter anbetet. Hast du gerade Effert als komisch bezeichnet? Euch doch nicht! Meinst Was du euch nicht? zumindest auffällt, Vondrigo schnarcht nicht. Er hat sich wieder hingelegt und
dreht sich so auf seinem Rucksack hin und her, aber er schnarcht nicht. Oh Gott, er erstickt, oh Gott, er erstickt. Guck mal nach, ragen ihm irgendwie 8-haarige Beine aus dem Mund? Nee, das nicht. Er atmet noch mal ziemlich ruhig durch seine Nase. Sein Mund ist auch offen, aber er schnarcht nicht. Rodrigo, ich stoß Brandigian an, du siehst auch, wie ein Schatten sich über dich legt und irgendjemand wohl über dir steht. Ganz kurz gucken, ob man gegen ihre innere erste Panik ankommt. Man, du siehst, wie Rodrigo die Augen aufschlägt. Du siehst, wie die Augen etwas weiten, wie als wenn er Angst hätte. Die Zunge ist nach hinten geklappt und liegt wohl hinten auf seinem Rachen auf. Ich stups mal Brandigian an. Gilligin, was? Ja, der Magier geht vom einen Verletzten zum anderen, wie er das die letzten Tage schon gemacht hat. Und schaut sich auch mal. Rodrigo macht den Mund auf, zeigt den Finger in den Mund hinein und macht dann. Die Zunge klappt einmal um, wenn er seinen Kopf ein bisschen nach vorne neigt, und wie so ein nasses Stück Fleisch fällt sie einfach dann auf den Unterkiefer. Brigian, du siehst, wie seine Zunge sich gelb gefärbt hat. Und was sagt mir das? Gift. Irgend Gift, was ihm wohl... Warum hat er das auf der Zunge? Irgendwas gegessen, Gilligin? Ja, er hat ein paar Spinnen verschluckt. Ich habe ihm doch... Rodrigo, ich habe euch doch gesagt, dass diese Käfer nicht gesund sein können. Er schüttelt den Kopf. Er macht Atakan-Zeichen. Scheint das jemand zu verstehen? Oh ja, Atakan. Dann darf er das Zeichen für hier Spinne. Ja, er sagt auch, die Spinne kommt dann zu Brandigian. Obwohl, gerade eben gegessen hat. Ihr solltet mich vorher fragen, wenn ihr Käfer esst. Manche könnten giftig sein. Er macht beide Hände, legt er links an den Kopf und den Kopf ein wenig schräg, wie zum Schlafen. Und dann zeigt er auf seinen Mund. Aber das sieht nicht schlimm aus. Das sollte morgen wieder weg sein. Nur eine kleine Betäubung. Versuch nicht auf dem Rücken zu schlagen, dass dir schlafen, dass dir die Zunge nicht wieder in den Rachen fällt. Etwas entnervt schüttelt Rodrigo den Kopf. Er legt sich hin, nimmt sich noch den Wasserschlauch, spült noch einmal ganz kurz durch den Mund, spuckt wieder aus, was er da drin hat. Ja, spucken kannst du nicht, es läuft einfach an deinem Mundwinkel runter. Ja, dann wird er den Kopf ein bisschen weiter nach vorne neigen und es einfach runterlaufen lassen und danach mit der Hände das Kinn abwischen. Ziemlich unwürdig, aber hey, was tut man nicht alles? Die Wasserflasche wieder wegstecken und sich so ein wenig so zusammenrollen, dass der Kopf so ein bisschen nach unten geneigt ist und zur Seite fallen, dass man liegt. Dass der Rucksack ein bisschen höher liegt eben. 1W6 SP für Rodrigo und dann könnt ihr die Nacht über schlafen. Regeneration gibt's keine, beziehungsweise Brindigian hatte ja schon gewürfelt. Und dann geht langsam die Sonne auf und die Affen werden leise. Der nächste Tag, es ist der 10. Hesinde. Rodrigo, du hast einen pappigen Mund. Es ist immer weiter bitter auf deiner Zunge, aber du kannst sie wieder spüren. Kann ich da wieder sprechen? Ja. Oh, das ist widerlich. Ja. Ihr hättet Fledermäuse essen sollen, als wir sie euch angeboten haben. Geht's dir wieder besser, Gilligin? Ja, ich hab wohl in der Nacht wohl irgendwas gegessen. Nein, an den Käfern lag's nicht. Ich hab alle Käfer und sowas nur gegessen, die ich euch gezeigt habe. Naja, das kann vorkommen. Ich denke auch. Ja, das macht mich glücklich. Wie sieht's mit dir aus, Ephagin? Hast du noch Schmerzen? Mein Schädel brummt so unglaublich. Aber wenn wir Mittagspause machen, dann geht es schon. Ich schaue mir Ephadarius trotzdem nochmal an. Mal sehen, ob das Ohr noch blutet. Mal krustig.
krustiges Blut, was leicht schwarz geworden ist, was da runterläuft, aber du siehst kein weiteres Tier in seinem Ohr oder auch keine Überreste mehr. Du hoffst, dass es alles weg ist. Wie fühlt einfach der Aussicht denn im Vergleich? Also Kopfschmerzmäßig? Ja, temporären Jetzung plus 1. Und zwar für alle, außer Brindigian. Ja, aber doch, Brindigian kriegt jetzt auch einen Punkt, weil die Fremdigis, die nerven ihn schon so ein bisschen. Was ist jetzt Jetson wieder plus 1? Genau, Jetson plus 1, temporär. Ja, genau. Aber ansonsten, ja. Hast halt eine Wunde im Kopf, regeltechnisch, Kopfschmerzen, alle sind je zornig. Aber ansonsten geht's euch gut. Jetzt müsst ihr natürlich irgendwie wieder das essen, weil die Wurzeln bzw. die Nüsse sind ja nicht mehr da, die Jagernuss. Also wird weiteres, ein paar Fledermäuse sind wohl noch da und der gleiche Baumstumpf ist noch da. Also gibt's wieder das gleiche zu essen. Ihr könnt eure Trinkschläuche wieder auffüllen, auch wenn ihr überhaupt keine Lust habt auf dieses widerliche Leder, was sich im Inneren schon komplett abgelöst hat. Und von jedem Tag schmeckt's weniger. So, dass man es trinken will. Ihr müsst euch echt überzeugen. Rodrigo trinkt auch wieder seinen Wasserschlauch. Der wird ihn ja immer nur zum Mund ausspülen. Rodrigo hat sich ja mittlerweile daran gewöhnt, das so zu machen wie Brindigian. Sich zeigen zu lassen, aus welchen Öffnungen man hier oder welchen Pflanzen man hier trinken kann und dann die Pflanzen entsprechend aufschlagen und dann daraus trinken. Ja, nach dem Regen funktioniert das, aber in der Nacht sinkt das natürlich durch den Bambus nach unten ist dann im Erdinneren. Das heißt, ihr könnt abends eure Wasserschläuche auffüllen. Ja, aber wir können tagsüber dann eben nicht großartig trinken. Sondern nur an dem einen Punkt, wo es eben entsprechend zu sprechen kommt. Ja, schaut mal nach, Brindigian, wie machst du das denn eigentlich? Du musst nur mal aus dem Wasserschlauch trinken, tagsüber. Anders geht es nicht. Was mit deinem Wasserschlauch? Löst sie da auch so das Leder ab? Ja, da musst du durch. Ja, okay. Ja. Wenn wir einen Bach finden, wenn wir rasten, dann können wir vielleicht noch etwas Wasser abkochen. Dann etwas frischer. Na gut. Ein Bach. Ich glaube, das liegt an den Fledermäusen, die wir gestern gegessen haben. Ja, ich werde uns was fangen. Das reichhaltige Fleisch der Fische wird uns stärken. Tja, wenn man nur sowas wie einen Bach oder einen Fluss hätte. Vielleicht finden wir einen von diesen Landhechten. Ja, gut, hier bin ich auch gespannt. Ihr könnt wieder nach unten klettern, löst die Seile und die widerliche Reise durch den maraskanischen Dschungel geht weiter. Brindigian, sucht euch wieder den Weg. Eine weitere Orientierungsprobe bitte mit dem Diskus, der wieder wahllos in den Dschungel geschmissen wird. Wahllos, gezielt. Gezielt, in der Hoffnung, dass Rohr und Gror euch den Weg weisen. Der gesamte Tag über ist natürlich genauso anstrengend wie alle anderen Tage auch. Brindigian kann den anderen, was heißt beibringen? Es ist eher so, dass die Leute irgendwann stehen bleiben. Du guckst kurz nach. Alle haben sich wohl irgendwie an der Schönheit der Natur erfreut. Und das ist zum einen freust du dich natürlich mit ihnen, aber es ist dann doch schon ziemlich anstrengend, wenn sie dann nach 10 Minuten immer noch nicht weitergehen wollen. So schön dieser Schmetterling auch ist, aber man kann doch wegen so einem Ikanaria nicht den ganzen Tag hier stehen bleiben auf dieser Lichtung. Du weißt, dass das bei den Hafayas ab und zu mal so ist, dass sie mehrere Tage hier stehen, bis sie dann irgendwann verdursten und umfallen. Also, dass du dann einfach diese Begegnung mit dem Ikanaria auflösen kannst. Du wirfst ein Netz oder sowas über ihn, um ihn dann aufhören zu lassen, dass er dann nicht mehr mit seinen wunderschön schillernden blauen Flügeln schlagen kann. Die Leute schauen sich dann verwirrt an. Die Klugheit ist dann um 1-6 Punkte kurzzeitig gesenkt, was das Ganze noch anstrengender macht. Brindigian verzweifelt fast. Aber nach einem weiteren Tag, nach einer weiteren Rast, kommt ihr dann wieder am Abend des 10. Hesindes, habt nur wenige Meilen geschafft, am euren nächsten Lager an. Es gab unter anderem noch eine kleine Begegnung, konntest ihnen dann noch zeigen, wie der Finaschbaum hier wächst. So ein kleines schlankes Bäumchen, etwa Höhe von 3 Schritt, mit den roten, herzförmigen Blättern, die Rinde so ein bisschen glatt, silberschwarz gestreift. Und da konnte man dann noch ein bisschen Finasch-Rinde mitnehmen, was dann auch
gegen ja, Gifte oder sowas hilft, hast du ein bisschen was abschlagen können. Aber der ganze Tag war sehr, sehr anstrengend und du bist sehr froh, wenn Emira Misabu wieder kommt, um diesen Kindergarten wieder dann zu betreuen und die Verantwortung wieder abzugeben. Weil der ganze Tag hat dich echt gefordert. Du bekommst 2 Punkte temporären Jetzung. Juhu. Wie geht's eigentlich Viburn? Den würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Viborn. Du untersuchst ihn nochmal. Die ein oder andere Stelle hat sich ein bisschen zurückgebildet. Er hat auch noch ein bisschen Probleme beim Sehen. Aber er klagt nicht über Schmerzen oder sowas, sondern ist ziemlich lethargisch. Das ein oder andere Mal zieht er sich auch zurück, zum Pinkeln, zum Wasserlassen. Und ja, wenn er zurückkommt, kannst du mal eine Menschenkenntnisprobe schmeißen. Sie ist erschwert um 3. Vielleicht fällt dir ja da was auf. Gut, dann fällt dir auf, dass er, wenn er zurückkommt, sein Gesicht so ein bisschen schmerzverzerrt ist. Hat wohl also, ja, beim Pinkeln brennt es. Das kannst du sehen. Versucht das so ein bisschen zu beherrschen, aber du siehst, dass es ihm nicht gut geht damit. Ja, ich gehe trotzdem mal direkt auf ihn zu und spreche ihn einfach an. Libogin, wie geht es dir? Besser als gestern? Besser. War wohl nur die Verantwortung, das Wetter und jetzt kann sich Rodrigo mit den Belgern abgeben. Und du? Aber wenn irgendetwas ist, dann sagst du es mir. Ja, alles gut. Verzieht wieder das Gesicht. Hat der Rodrigo das Gespräch mitbekommen? Wenn Brindigian das will, ja. Ist mir egal, kann er gerne Okay, machen. dann, also mir ist es nämlich auch egal, dann geht Wenn wir das. dann sozusagen in der Reihe laufen, dann sind wir vorne sozusagen nebeneinander, wird Rodrigo einmal kurz einen Schritt auf Brindigian zu machen, wird sagen, du hast ihn doch gerade Vibo-Jin genannt, oder? Ja, natürlich. Bei mir ist er beim letzten Mal fast ausgerastet, als ich es gesagt habe. Weil er nicht wollte, dass er so genannt wird. Denk mal darüber nach. Gute Beobachtung. Und Rodrigo geht wieder in Reihe direkt neben Yalan und also zwischen Yalan und Brindijan versetzt und läuft weiter. Dann marschieren wir mal, schätze ich. Ja, wie gesagt, der ganze Tag ist sehr anstrengend und wenn dann der Regen fällt, kann Brindijan wieder einen schönen Baum finden, der diesmal nicht von schwarzem Harz klebt. Ihr habt natürlich den ganzen Tag über verschiedenste Begegnungen gehabt. Diesmal war es kein Parder, der dort tot im Gras lag, sondern ein Baumwürger. Das ist ja dieser ziemlich große Bär gewesen, wo Brintijan sagte, der ist ziemlich klein, ja, aber mit seinen 3 Metern. Und der merkwürdigen Schlangenhaut anstatt des Fells. Ja, ob das normal ist, Brintijan weiß, dass es nicht normal ist. Mit einem unguten Gefühl könnt ihr also weitergehen, wieder den schwarzen Blättern ausweichen, den Dornen, den Ranken. Aber ja, des Nachtens findet ihr wie gesagt einen Baum, der nicht verklebt ist, sodass ihr euch wieder nach oben in die Bäume zurückzieht. Des Nachtens, ihr ja, versucht wieder zu schlafen, weil der eine oder andere vielleicht mit einem unguten Gefühl an Baumstamm gelehnt oder wieder auf seinen Rucksack. Darauf wartend, irgendwelche Käfer totzuschlagen, sodass ihr euch fast sogar gruselt zu schlafen, auch wenn ihr hundemüde seid. Ihr habt den ganzen Tag, beziehungsweise die ganzen Nächte auch nicht geschlafen, aber ihr habt doch gerade einfach keine Lust. Ihr habt Angst zu schlafen. Ihr habt Angst vor Käfern, Angst vor Schlangen, vor Spinnen. Es ist völlig egal, aber die Paranoia nagt an euch. Und mitten in der Nacht werdet ihr wach durch Spucken. Irgendjemand kotzt gerade. Und als ihr wach werdet, euch mit verschlafenen Augen umseht, euer Kopf schmerzt. Wie die anderen Tage natürlich auch. Es geht den ganzen Tag nicht weg, vielleicht auch weil ihr zu wenig getrunken habt. Aber dann könnt ihr sehen, wie Viborn sich gerade aus seiner Astgabel nach re rechts beugt und diesen riesigen Baum nach unten spuckt. Er hat nicht wirklich viel gegessen den Tag. Aber das wenige, was er noch in seinem Bauch hat, wird sich jetzt gerade auf den Waldboden entleeren. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen.
Kennt sich hier irgendjemand mit Krankheiten aus? Wird Rodrigo mal fragen, jetzt ein bisschen aufsteht, ein bisschen lauter wird. Hey, mal zuhören. Kennt sich hier irgendjemand mit Krankheiten aus? Also, ich habe mir mal einen Kunchum, so Schmerzen vom Pinkeln geholt. Aber das war kein Dschungelfieber. Ich bin mir auch sicher, dass Vibo und der Stellhandel sich in den letzten 2 Wochen nicht unter Kunchomer Hafenhuren rumgetrieben hat. Dyna guckt ein bisschen rüber zu Myria. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Ja, ich muss gerade mal gucken. Myria sieht das. Du kannst sehen, wie Myria den Blick von Dyna auffällt. Geht zu ihm rüber und prügelt ihm dann 3-mal die Fäuste in den Bauch, sodass er sich auch niederkniet und sich übergibt. Oh. Entschuldigung. Wofür war das denn? Oh, jetzt. Myria, bist du auch schon wahnsinnig geworden? Ja, dann, das geht so nicht. Was geht nicht? Das ist aber knapp hin, jemanden hier verprügelt. Entweder züchtet ihr sie oder ich muss das tun, und zwar disziplinarisch. Die Frau ist deine Anliegen. Ihr werdet sie nicht schlagen. Wir sind in einem Trupp, der sich militärisch verhält. Es gibt hier keinen Adelstitel, der euch besondere Rechte einräumt. Ach ja, wenn ihr mich züchtigen wollt, dann züchtigt ihr auch Dyna, weil das war herablassend und sexistisch. Ja, Dyna gehört auch gezüchtigt, aber eine dumme Bemerkung ist nichts weiter als eine dumme Bemerkung und eine leichte Bestrafung. Eine Tätlichkeit ist eine mittlere Bestrafung wert. Ja, das ist auch okay, wenn ihr mich bestraft, aber ich verlange und ich beharre darauf, dass ihr ihn vorher bestraft. Danach könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Hier im Trottel wird sowieso keiner bestraft. Das sollte nicht geschehen. Aber egal, was ihr tut, aber vorher tut ihr es mit ihm. Daraus geht man zu Dyna rüber und hilft ihm auf. Ey, Dyna. Alles okay? Die hat ja einen richtigen Kiep, Mann. Ja, aber einer wie du? Er haut ihm mit der Rückhand zu seiner flachen Hand auf die Brust. Einer wie du steckt das doch weg. Hast du recht. Ja, ich war nur müde. Ja. Leutnant Ramirez, ich glaube, hier brauchen wir. Ja, ich weiß, hier sollte keiner bestraft werden. Ich will nur, dass das Ganze aufhört. Das geht so nicht. Wir sind alle gereizt, wir haben alle keine Lust hier drauf. Ja, vielleicht von Dijan, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat der größte Teil darauf keine Lust. Jeder ist von uns gereizt. Aber tägliche Ausschreitungen gehen gar nicht. Die sind missionsgefährdend. Wenn es zu einem Kampf kommt, brauchen wir genauso dich, Myria, wie wir auch Dyna brauchen. Und Schwächen tut der Dschungel uns momentan schon mehr als genug. Ich fühle mich, als wenn ich auf dem Zahnfleisch gehe. Myria. Ja. Rodrigo hat recht. Es mag zwar dein Recht sein, den Mann einen zu verpassen, wenn er dich komisch anguckt, aber im Moment ist das nicht sehr förderlich. Das kannst du auf dem Boot immer noch machen. Okay, sehe ich ja ein. Alles gut. Aber wie gesagt, gut. wenn ich Disziplinarstrafe bekomme, bekommt er auch einen, und zwar vor mir. Du bekommst keine Strafe. Viborn, Rüleiten und Remiris geht jetzt zur Richtung Viborn. Und schaut, kniet sich mal neben Viborn. Viborn. Ja. Wie geht's euch? Immer schlechter, oder? Alles gut. Geh weg. Schlaf weiter. Was war das Essen? Käfer oder so. Falschen Käfer gegessen. Steppt mir ja nicht an falschem Stolz, mein guter Freund. Mein zweiter Offizier. Und dann steht er auf und geht wieder zu seiner Astgabel. Die restliche Nacht ist ruhig. Ja, was heißt ruhig? Der Wald ist wie gesagt laut wie immer, aber keine weiteren Begebenheiten, die sich des Nachts zutragen. Ihr könnt unter euch natürlich das Schaben der Tiere hören, was auch immer da gerade an euch entlang zieht, und wie immer ist dann, wenn ihr am nächsten Morgen herunterkommt, der Boden ziemlich matschig aufgewühlt. Aber ja, ansonsten ist wenig, was sich ereignet.